geworden sind. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dusk. Die letzte Episode, was ist da passiert? Ich hab's schon vergessen. Wir waren im Radioturm und haben Professor Lin telefoniert. Genau, und ich bin mit den Stimmen durcheinander gekommen, das ist noch passiert. Und ganz viel Text. Ja, ganz viel Text. Viele Gedanken. Du hast vergessen, dass du vor ein paar Minuten gelesen hast und gesagt hast. Ja, hab ich ernsthaft. Hi Ethan. Hallo. Oh, mein Tarn sieht alles in Ordnung aus. Du kannst your City. Du kannst. Es gibt nichts zu tun. Scheiß die Wand, ey. Ja, dann. Tu es. Ey, bin mir ganz sicher, dass wir alle heil durchkommen. Ja, Martha ist schon ein bisschen alt. Die hat ein paar Wörter vergessen im Satz. Alles wird sich sicher. Zum Guten wenden. Sehr schöne Kunstpause, Martha. Ich will ins Bett. Oh, ja, willst du den Master schlafen? Dann weckt ihr dich noch mit dem Morgenschmatzer auf. Saugt dir erstmal so ein dickes Loch in die Nacke. Er hat Harold gesprochen. Also ich will bei Martha auf. Das will ich. Hat. Hey, Üsen, gut, dass du gerade da bist. Ich brauche die Hilfe von dir und Igel, aber. Was gibt es denn so Wichtiges? Als ich vor den Infizierten vorhin weggerannt bin, nicht weil ich feige war, aber habe ich... Nicht weggerannt, sondern schnell gegangen, weil ich bin fett. Ich kann nicht rennen. Die Hälfte meines... Werkzeugs! ...verloren. Das muss ich wiederholen wollen. Wenn ich nur wüsste, wo ich es verloren habe, könnte ich es dir wohl sagen, wo es liegt, aber ich bin dumm. Oh. Aber es ist... wahrscheinlich wie eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Aber der Fahrradladen in der Stadt hat einen Haufen Werkzeug. Und wie soll ich da reinkommen? Ich schätze mal, dass der Fahrradladen wie jedes Gebäude der Stadt abgeschlossen ist. Kein Problem. Ich habe mal im Fahrradladen als Aushilfe gearbeitet. Ich habe einen Ersatzschlüssel. Bitte. Ich habe ihn im Arsch versteckt. Ich habe ihn da versteckt, wo die Vietnam-Veteranen ihre Uhren versteckt haben. Genau. Isen erhält Schlüssel zum Fahrradladen. Damit kommst du frei. Oh. Und ist das Werkzeug so dringend nötig? Ist das so dringend nötig, muss das sein? Der Schlüssel stinkt ein bisschen. Ja, doch gut. Falls wir etwas haben, was wir reparieren müssen, dann ja. Juhu. Keine Sorge, Isen. Momentan gibt es nicht sonderlich viele Infizierte in der Stadt. Mach ein bisschen lauter, du sitzt zu weit. Außerdem werde ich mich bei dir später erkenntlich zeigen. Geil. Warum? Ich werde dir ja gerne die Belohnung. Das hätte jetzt auch schwul klingen müssen. Jetzt. Belohnung. Ah. Denn es ist dir ein. Denn es. Da. Da es dir einige Dinge. Wenn man aber raus ist, erleichtern. Geil. Toll. Echt toll. Aber dafür brauche ich ein wenig Vorbereitung. Oh, das erregt mich. Er soll ein bisschen alleine was zu mir. Komm her, Herr Roy. Scheiße. Ich werde es dir sicher zeigen können. Was denn? Was bist du denn? Wenn du zurück bist. Ein ganz Eimer voll. Wenn du zurück. Ich zeig dir dann mal meinen Schlüssel. Ja. Es hat jetzt keine Eile, lass dir ruhig sein. Oh Mann. Ich melde mich. Vielleicht, wenn ich wieder zurück bin. Oh Gott. Oh, ja, Scheiße. Er will mir seinen besten Schraubschlüssel zeigen. Hey, das kam jetzt voll die ganze Schwule. Das heißt. Oh. Das hat voll gepasst. Ist der Fahrradladen nicht oben in der Stadt? Ist doch einfach, wenn du rumrennst. Nein. Okay. Colin braucht komplizierte Wege. Sehr gut, oft abspeichern. Das habe ich nämlich vergessen. Dann konnte ich nämlich nochmal eine Stunde neu spielen oder so einmal. Steffen, du bist ein Genie. Danke. Das habe ich auch schon mal in einem Spiel. Oh, da, guck mal, ein Shiggy, ne? Ja, ein Shiggy. Flatsch. Okay. Voll aufgeplatzt, die Schildkröte, ey. Fahrradladen. Fahrradladen! Muss dann das betonen. Tür entriegelt! Isen wirft Ladenschlüssel weg. Ach, einmal entriegelt und gleich weg damit, braucht man nicht mehr. Ja, ja, der hätte auch zum Markt und überall hätte der erstmal mit reingekommen. Ist ein Generalschlüssel eigentlich. Werkzeugkasten erhalten! Kommt was rein.
Das sollte genug Werkzeug drin sein, da. So. Das sollte genug Werkzeug drin sein, da. Rando. Lava-Igel. Igel-Lava. Ich will das Fahrrad oder den Werkzeugkasten auch noch. Der Werkzeugkasten hier ist leer. Scheinbar war es das Werkzeug, das Harold mitnahm und verloren hatte. Harold müsst ihr besonders betonen, denkt dran. Ja, kein Problem. Und Harold muss gleich wieder, er muss seine Belohnung verteilen. Oh, Klatsch. Guck mal, Fukano. Jeder war goldrichtig. Genau, er macht das nur Fenster. Ist ja Tentakel, also von daher, warum nicht? Oh Gott, das sind mal Ranken. Ach ja. Deswegen auch Rankenhieb, weil es damit dann so. Warum macht, weißt du eigentlich nicht Tentakel? Das ist Tentakel, ja. Das ist oder Tangela. Hey, Harold, ich bin zurück und habe dir diesen Werkzeugkasten mitgebracht. Gleich den. Ganz Werkzeugkasten. Wow, tausend Dank, Isen. Ich bin auch fertig mit meiner Vorreise. Bück dich. Isen übergibt Harold den Werkzeugkasten. Das Werkzeug hätte ich dringend nötig. Oh. Sie werden noch nützliche Dienste. Da schiebt er sich so tief in den Rektal ein. Oh Gott. Ja, und weißt du, so mit der Zange an den Nippel und so. Ja, genau. Ja, so, da steht Harold. Freut mich, dass ich dir helfen konnte, WTF! Wie sieht's mit der versprochenen Belohnung aus? Moment! Ich hab Angst, dass es kommt. Klingt mal nicht weiter, ehrlich, lass mal abbrechen. Natürlich! Versprochen ist ja, versprochen. Ich habe mich bis eben. Es hat eben seine Zeit gedauert. Oh Gott, ey, ja, wenn man erstmal so dehnen muss, ein bisschen, ne? Du musst wissen, ich habe damals ich war damals ein leidenschaftlicher Feuerspucker. Er war ein leidenschaftlicher Schlucker, ey. Ich wurde ja bereits Zeuge des Kampfstils von Brando. Und ich werde die Technik deines Pokémon erweitern. Oh, okay. Wir können Feuer machen. Ich bringe Igelava Glut bei. Das hört sich erste Sahne an. Was denkst du, Brando? Igelava! Okay! Das wird kurz dauern. Komm einfach später vorbei. Und guck am besten nicht hin. Ja, bitte. Vielleicht sieht man so Schwester Joyce am Mülleimer kotzt sich aus. Ja. Die Oma fummelt dann ihre Wieso hat Harold nicht. Nee, die Oma hat nichts mitbekommen. Seine Feuerspuckattacke gemacht. Hat schon tja, man weiß es nicht. Glückwunsch, Brando hat Glut erfolgreich gelernt. Das wird uns gegen unsere Feinde helfen. Hör zu, Ethan, hör zu. Ich wäre mit dieser Attacke vorsichtig. Ja, es ist Glut, hallo? Tschüss. Wie meinst du? Mit der Blutattacke kannst du Gegner von großer Distanz treffen. Aber im Gegensatz zu der physischen Kratzerattacke werden die Gegner bei der Spezialattacke Glut nicht zurückgeworfen. Das heißt, obwohl du deinen Gegner mit Glut triffst, kommen sie unentwegt auf dich zugelaufen. Benutze sie nur, wenn du weißt, dass du eine Möglichkeit hast, deinen Gegner auszuweichen. Okay. Okay, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Ding. Oh, komm schon. Ich bin derjenige, der zu danken. Und jetzt gehe ich, habe mit meinem Werkzeugkasten rumzuspielen. Info. Drücke bei einem aktiven Kampf die S-Taste, um Blut einzusetzen. Du kannst die Attacke nur einsetzen, wenn die blaue AP-Leiste voll ist. Ja, ey, komm, jetzt ist er schon mit dem Wechseltasten. Scheiße, Liefen! Aber deine Texte passen auf sehr schön. Gut, dass du da bist. Wir haben ein richtig übles Problem. Was denn? Als ich vorhin meine Tour durch Cloud City gemacht habe, hab ich auf der Route 35 etwas gesehen, dass es Probleme machen wird. Scheiße, ey. Du wirst es nicht glauben,
aber ein riesiges, infiziertes Bisaflor kommt direkt auf Ducatia City zu. Es wird schon bald am Mordtor angelangt sein. Nordtor. Oh, Nord. Am Mordtor. Ja, das ist böse, das Tor. Wenn wir jetzt nichts tun, um es loszuwerden, sind wir dem Untergang geweiht. Hat das Bisaflor auch dicke Tentakel? Ja, hat das. So riesig, wie das hier ist? Nein. Das ist deine Antwort. Okay. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, dich zu fragen. Aber du müsstest es tun. Ein Bisaflor? Spinnst du? Denk doch mal nach. Ein Bisaflor ist ein Pflanzentyp. Die Zombies da draußen sind eh schon alle aufgrund der Fäulnis empfindlich gegen Feuer. Und ein Pflanzentyp-Zombie soll der recht schwer zu töten sein. Auch wenn das ein riesiges Bisaflor ist. Ethan, du musst es töten, damit wir alle überleben können. Und du bist dir sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Absolut sicher. Gut. Und wenn es anders nicht geht? Komm zu mir, wenn du bereit bist. Ich würde abspeichern? Nein. Ja. Jetzt ist noch nicht so viel passiert, diese Folge, ne? Wir haben nur einen Werkzeugkasten, wo wir machen wir dieser Flo noch. Würde ich mal sagen. Genau. Warst du da schon alleine? Ja, ja. Da war ich schon. Okay. Ich will auf die Aufrüstung gehen. Du musst noch mit ihm sprechen, ne? Er hat gesagt, komm bitte zu mir, wenn du bereit bist. Nein, hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Nein. Warum gehst du denn jetzt hin? Bist du bereit, dem riesigen Bisaflor entgegenüberzutreten? Na, oh, scheiß Raucherlunge, nein. Oh. Und bereit, es kann losgehen. Oha. Das ist ein Jo. Episch, ne? Es ist verdammt groß. Oh, der ist verdammt groß. Du musst das nicht tun, wenn du nicht willst. Igel! Igel-Lava! Igel! Igel-Lava! Okay! Okay, was habe ich denn für ein verstörtes Pokémon? Ich werde in Deckung gehen, damit ich dir nicht im Weg stehe. Genau, du gehst nach vorne und ich verstecke mich irgendwo. Dann kannst du dich voll auf den Kampf konzentrieren. Schnell verpissen. Yeah. Yeah. Guck, das hat Tentakel. Das ist gut. Aber das ist so leicht zu besiegen. Ja, und wird klappen. Naja, okay. Dieser Floor kann ja mehr als nur Rankenhieb und Rasierblatt erlernen, ne? Ja, so Lachtrahl oder sowas. Das war knapp. Also irgendwie bisher. Ja, bei mir hat es noch Erdbeben eingesetzt. Okay, es war ein mächtiges Bisaflor, ganz klar. Heftig. Laufen wir als Bisaflor, oder? Ein Glück, es ist endlich tot. Er sieht ziemlich zerfetzt aus. Der Kadaver versperrt mir den Ausgang von Ducatia City. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der Haufen Scheiße. Oh Mann, ich von dieser Flur verdeckt jetzt den Ausgang. Ich finde, jetzt haben wir uns eine Aufheilung bei Schwester Joy verdient, ne? Oh, ich weiß noch, welcher sich verstehen soll. Ja, muss sein, ne? Okay. Pass auf, bald lernt Igel Lava Surfer. Was? Ja. Folgend, Igel Lava ist ein Feuer-Pokémon und kann kein Surfer erlernen. Pikachu ist ein Elektro-Pokémon und kann trotzdem Surfer erlernen. Rizeros ist ein Wasser, Stein-Pokémon, Boden. Aber Ihr Argument ist invalid. Ja. Wer weiß. Ey, ein Vulpix, gut, ein neuer Typi. Ey, mehrere neue Typen. Pokémon. Aha. Mit Vulpix. Zwei, ja, um genau zu sein. Pokémon und ein der Polizist. Hey, das ist ein Italiener. Oh, oh, hallo. Du bist der Pokémon-Trainer, Isan, richtig? Ja, Scusi. Genau. Scusi. Oh ja, so an. Damit musst du jeden Satz anfangen ab sofort. Nee, das ist sehr heftig. Dave hat bestimmt von mir. Ich mach alles mit E. Dave hat bestimmt von mir erzählt, richtig? Dann immer, wenn er anfängt zu reden. So ist es, Und der Reiter, wie ich hörte,
Er meinte, du erledigst draußen die ganzen Beißer. Hey, ich heiße übrigens Klaus. Klaus, genau, der Dritte. Nein, er heißt jetzt Mario. Und bevor dieses Seuche ausbrach, da war ich Polizist, stationiert in der DCP 31 Abteilung. Das ist selbstklärend. Das erkennt man an der Uniform. Du kannst ja sehen, die lange Worte im Ausbruch Scusi, es ist erschreckend, wie schnell sich alles hier verändert hat, Ich war dabei, als die erste Infektion ausbricht, anfing, Scusi. Als ob wir nicht schon genug mit Team Rocket gestohlen hatten, na komm, was schrie ich, und kam dann auf einmal diese Krankheit hinzu. Ich kann's, du kannst jetzt sehen, da fingen diese grausamen Morde an, es ist so schlimm, bis man dessen kapierte, dass diese Krankheit durch Biss über Bisse! Genau. Danach war alles zusammen und ihr überlebte nur noch für sich. Grausam, nee. Was ich für die Dinge gesehen habe, Beißer, die Menschen in Pokémon lebendig aßen, unheimlich. So was sollte keiner gesehen haben. Wir lamentieren schon wieder zu viel. Jedenfalls, ich als erfahrener Polizist werde alles möglich versuchen, um euch zu helfen. Hätte ich dann doch nur meine Pistole. Pistole! Pistole, ich geh mal hier in Gang herum. Ich will ihn am besten. Wir Vulpix! Vulpix! Oh, sehr männliches Vulpix, so. Oh, das macht mir ja. Wer spricht den Alten? Hallo! Ja, dein Einsatz. Hallo, sind Sie neu hier? Ich habe Sie ja noch gar nicht gesehen. Ja, richtig. Ich bin neu hier. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Albert. So sprichst du auch. Und Dave! Hat mich vorhin hierher gebracht. Der erkältete Albert. Er hat mir sozusagen das Leben gerettet. Du bist sicherlich Ethan, oder? Dave sprach von dir in den höchsten Tönen. Du bist gut im Bett. Und von der netten Dame. Martha! Hört dich auch nur Gutes. Nun, ja. Keine falsche Bescheidenheit. Sie haben auch ein Pokémon dabei? Ein Vulpix? Es müsste doch ziemlich stark sein. Es könnte mit uns zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, Ethan. Ich habe diesem Vulpix nie eine Attacke beigebracht. Aber es kann sprechen. Und wurde von Pokémon sprechen. Und jonglieren. Ich habe es immer nur an Schönheitswettbewerben teilnehmen lassen. Es ist leider sehr schwach. Hätte ich gewusst, was für eine Misere auf uns alles zukommt, hätte ich es trainiert. Sowas wusste ja kaum. Naja. Ethan, bevor du gehst, ich hätte da was. Oh, Lolli. Okay, Albert. Komm nachher mal vorbei, wenn du Zeit hast. Oh. So, jetzt ist nachher. Herr Jürgchen. Mann, ich heiße Ethan, du Spacken. Mir ist etwas eingefallen. Als ich vorhin aus meiner Wohnung mit Dave geflüchtet bin, habe ich etwas Wichtiges dort vergessen. Ich habe ein Radiomodul. Ist ja also liegen. Du hast auch einen Pokécom, oder? Ja. Aber was soll das nützen? Im Radiodrom gibt es keine Überlebenden. Wenn wir das Radiomodul installieren, bekommen wir vielleicht ein wenig mehr Informationen über die Seuche. Sicherlich sendet das Militär oder die Seuchenschutzbehörde auf einer Frequenz Oberschenkelmuskeln. Da muss einfach mal zwischendurch kommen. Und vielleicht gibt es ein Lager für Überlebende oder gar eine Heilung. So hoffe ich doch zumindest. Es wäre auf jeden Fall eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Wunderbar, das denke ich auch. Hier, das brauchst du, um reinzukommen. Okay. Wissen, Alter. Ausschlüssel von Albert. Nein, danke. Mit dem kommst du in mein Haus rein. Und in mein Herz. Er steht in der Nähe. Nähe des Fahrradladens. Du kannst nicht verfehlen. Aber pass auf, ich habe ein kleines Loch. Sagen wir, Sicherheitssystem entwickelt. Es war eigentlich gedacht, Einbrecher zu verwirren. Ja, wenn sie das sehen, dann ergreifen sie schnell die Flucht, die Einbrecher. Würdest du jetzt hier noch? Du musst wissen. Ich bin ein leidenschaftlicher Rätselmeister. Das Rätselmeister war aber ich denke mal, du bist schlau genug, um das hinzubekommen. Verstanden. Ich hole dir das Modul. Den Versuch, jemand außerhalb zu erreichen, ist es auf jeden Fall wert. Also, Schwester Joey. Igel-Lover heilen! Schleim hochgezogen. Nee, eigentlich ja, ist ja auch schon klar. Hey, Donald. Kanimani. Oh, Kanimani. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir hier rausgehen, speichern wir ab und beenden die Folge, ne? Genau. Ja, dann mach das mal eben. Ja. Was machst du da, Colin?
gehe erstmal nach unten. Achso. Ein kürzerer Weg. Ah, okay, das ist natürlich gut. Ich muss auf Klo. Ich auch. Wollen wir zusammengehen? Viel Spaß, mach das bitte alleine. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.